Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist es noch sehr früh. Ich wollte mein Channeling für den heutigen Mittwoch gerne jetzt aufnehmen, denn ich hatte, ja, als ich heute aufgewacht bin, den Impuls, dass tatsächlich Maria Magdalena eine Botschaft für uns hat. Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit ihr und ihrer Energie beschäftigt. Ja, vielleicht sagt euch Maria Magdalena etwas. Eine der Jüngerinnen Jesu, über sie gibt es ja sehr, sehr viele Geschichten. Aber ich wollte gerne ja, ein bisschen mehr über sie herausfinden. Und sie war jetzt die letzten Tage präsent in meinem Feld. Und als ich heute Morgen wach wurde, hatte ich das Gefühl, sie hat eine Botschaft für uns. Ich möchte aber trotzdem eine Tarotkarte dazu herausmischen. Ich habe mich jetzt, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe, mit der Energie von Maria Magdalena verbunden und habe sie darum gebeten, dass wir ja, eine Botschaft von ihr erhalten dürfen. Sie ist, so wie ich es wahrnehme, eine aufgestiegene Meisterin, die jetzt gerade in dieser Zeit sehr präsent ist im Feld. Ja, das kam ja auch nicht von ungefähr, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich mal mit ihrer Energie beschäftigen. Eine sehr liebevolle Energie, aber trotzdem eine sehr kraftvolle Energie. Und ich werde jetzt gleich eine Tarotkarte herausmischen und sie dann darum bitten, uns eine Botschaft zu übermitteln. Ja, wenn du Gefallen an diesen kleinen Channelings hast, dann kannst du so ein Channeling von mir auch gerne auf deine persönliche Situation bestellen. Ja, du findest alle Infos dazu hier im Textfeld unter diesem Video. Vielleicht hast du eine bestimmte Frage an die geistige Welt oder du stehst vor einer Entscheidung und brauchst eine kleine Entscheidungshilfe. Dann schreib mir gerne, dann mache ich das gern für dich. Ja, sehr früh am Morgen bin ich manchmal ein bisschen heiser. Ja, meine Stimme ist noch nicht so richtig wach. Ich schon, aber meine Stimme noch nicht so. Deswegen seht mir bitte nach, falls ich mich mal räuspern muss. Ja, das liegt einfach dran, dass meine Stimme morgens noch ein bisschen belegt ist. So. Okay, wir atmen mal tief durch. Maria Magdalena, bitte ich heute um eine Botschaft zu welcher Karte? Um was geht es für uns heute? So, wir haben eine Karte aus dem Rider-Waite-Tarot. Die Gerechtigkeit, wow. Karma-Karte im Tarot. Hier geht es um gerechten Ausgleich, überhaupt um Ausgleich der Dinge. Ja, wir sehen hier die Waage mit auf der Karte. Mal sehen, welche Botschaft zu uns kommen wird. Okay, gib mir ein paar Sekunden Zeit. Ich bitte Maria Magdalena, uns eine Botschaft zu übermitteln. Geliebte Erdenkinder, es ist jetzt eine Zeit für euch angebrochen, in der es mehr denn je darum geht, sich Gedanken zu machen über die männliche und die weibliche Kraft auf Erden, im Kollektiv, aber auch in jedem Einzelnen von euch. Ihr wisst, dass ihr beide Elemente in euch vereint und beide stehen in engem Zusammenhang. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und doch ist es jetzt für euch auf Erden notwendig, euch damit zu beschäftigen, welche Kraft in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit von euch braucht. Ihr erfahrt derzeit auf Erden,
Das letzte Aufbäumen einer männlichen Kraft, die so, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten gezeigt hat, nie gemeint war. Eine männliche Kraft, die das Wort Kraft im Grunde nicht verdient. Es ist eher eine männliche Machtergreifung, die lange Zeit auf Erden regierte. Es geht dabei nicht um die Liebe, es geht dabei nicht um das Mitgefühl, es geht dabei um die Demonstration von Macht im Sinne des Kampfes und des Besitzes. Diese alten Machtstrukturen werden ein Ende finden. Dies ist bereits festgeschrieben. Doch bevor dies geschieht, wird sie sich noch einmal aufbäumen, diese Macht. Und das erfahrt ihr im Moment. Die weibliche Kraft hat sich lange Zeit unterdrücken lassen. Erst in den letzten Jahrzehnten stehen Frauen auf und demonstrieren, dass sie ebenfalls machtvoll sind. Doch lief dies bisweilen aus dem Ruder, denn die Frau verlor damit ihre weibliche Empfänglichkeit nicht selten. Sollte die Frau ihren Mann stehen? Nein, das muss sie nicht. So ist es im Moment von äußerster Wichtigkeit, euch damit zu befassen, wie ihr diese Kräfte in eurem Inneren lebt. Denn alles, was ihr im Außen erfahrt, entspringt in eurem Inneren. Jeder einzelne von euch ist aufgefordert hinzusehen, wie lebt ihr das männliche Element der Tatkraft, der Entscheidungsbereitschaft, des Vorangehens im Vergleich zu eurer weiblichen Kraft, des Zurücklehnens, des Empfangens, des Spürens eurer tiefsten Gefühle. Wenn ihr das Gefühl in eurem Leben habt, ihr müsst etwas tun, um Anerkennung, Liebe und Wertschätzung zu erlangen, seid ihr vorwiegend in eurem männlichen Aspekt zu Hause. Es fällt euch dann schwer, euch darauf zu verlassen, dass ihr geliebt seid, so wie ihr seid, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst. Hier gilt es, eine Veränderung vorzunehmen in euren Gedanken. Denn nur dann kann die tiefe Wunde in euch Heilung finden, die geschlagen wurde von der Erfahrung, nur dann liebenswert zu sein, wenn ihr euch um Liebe bemüht. Ich, Maria Magdalena, komme heute zu euch, um euch zu versichern, dass ihr in jeder Minute eures Tages so geliebt werdet, wie ihr seid, ohne dafür etwas tun zu müssen. Ihr seid begleitet und unterstützt von einer liebevollen Schar
geistiger Helfer, die euch jetzt auf der Erde dazu ermutigen möchten, eure weibliche Kraft zu stärken. Weibliche Kraft, die sich auch im Mann stärken darf, führt zu liebevollem Mitgefühl mit anderen. Und das ist es, was ihr braucht, um die Umstände im Kollektiv in Richtung Liebe und Frieden zu transformieren. Das Aufbäumen der männlichen Machtstrukturen wird noch eine Zeit fortdauern. Lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch dadurch nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern kehrt ein in eure weibliche Kraft der Akzeptanz und sorgt dafür, dass ihr Liebe und Mitgefühl in eurem Alltag verbreitet. Jeder von euch hat an jedem einzelnen Tag die Möglichkeit, Liebe zu spenden. Unterschätzt die Wirkung nicht. Je mehr Menschen jeden einzelnen Tag liebevoll und voller Mitgefühl für euer Gegenüber durch den Tag schreitet, trägt dazu bei, dass sich die weibliche Kraft auf Erden stark macht. Noch einmal, geliebte Kinder der Erde, es ist bereits beschlossen, dass die falsch verstandene männliche Kraft im Sinne einer Machtergreifung enden wird. Und ihr könnt einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Die Wunden, die durch das männliche Patriarchat in den letzten Jahrhunderten in der Weiblichkeit geschlagen wurden, dürfen jetzt zur Heilung kommen. Geheilte weibliche Kraft darf in Zusammenarbeit mit transformierter männlicher Kraft die Regie auf der Weltenbühne übernehmen. Denn ohne einander kann keine dieser beiden Kräfte existieren. Das Männliche darf sich hineinentwickeln in seine Sanftheit. Das Männliche darf eintauchen in die Gefühlswelt. Das Männliche darf sich verletzlich zeigen. Wenn dies geschieht, gehen die Herzen auf. Wenn dies geschieht, wird Liebe die Herrschaft auf dem Planeten Erde zurückerobern. Ihr seid kurz vor diesem Umbruch und ihr seid mutige Seelen, dass ihr genau jetzt auf Erden inkarniert seid. So nehmt eure Verantwortung an. Steht auf für die Liebe und das Mitgefühl. Und dann werdet ihr Zeuge einer wundervollen Verwandlung auf Mutter Erde. Hier spricht eure euch über alles Liebende, Maria Magdalena. Ja, meine Lieben, wow.
Ich weiß nicht, ob euch das auch so vorgekommen ist, aber die Energie von Maria Magdalena ist mir so weich und liebevoll vorgekommen. Mir ist jetzt ganz warm ums Herz geworden. Ja, das ist eine wunderschöne Energie. Ich habe sie heute zum ersten Mal channeln dürfen und ich bedanke mich sehr, 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 dass das möglich war. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das Thema sein könnte, jetzt in der abschließenden Phase der Zeiten der Finsternisse. Wir haben ja nächste Woche am Donnerstag einen Vollmond, nochmal einhergehend mit einer Mondfinsternis im Zeichen des Widders. Und der Widder steht ja per se so für dieses männliche Element der Durchsetzung, ja auch ein bisschen so dieser Sturheit und Machtergreifung, ja natürlich nicht nur, ja unter anderem im positiven Sinne natürlich auch für dieses männliche Vorangehen, aktiv werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu diesem Vollmond, das ist mir jetzt in den letzten Tagen auch schon ein bisschen immer wieder in den Sinn gekommen, als ich mich mit der Energie von Maria Magdalena befasst habe. Es könnte sein, dass es da wirklich darum geht, diesen Ausgleich in uns selbst zu finden, zwischen männlicher und weiblicher Kraft, aber auch nochmal diesen Aspekt zu beleuchten, dass wir auch Ahnenthemen zur Heilung bringen. Ja, viele Frauen heilen Ahnenthema ihrer weiblichen Ahnenreihe jetzt, ja, oder haben die Möglichkeit, diese Themen zu heilen, die eben aus einer, ja, zum Teil auch stattfindenden Unterdrückung der Frau in den letzten Jahrhunderten entstanden sind. Ja, also wenn ich mal zurückverfolge, was meine Oma und auch meine Uromas, was die zum Teil so erlebt haben und wie deren Leben aussah, dann wird mir sehr klar, ja, dass es in dieser Zeit, in der wir jetzt inkarniert sind, in dieser momentanen Energie wirklich die Chance gibt, hier auch Wunden aus der Ahnenreihe zu heilen, indem wir in unsere weibliche Kraft finden. Und Maria Magdalena, jetzt nachdem ich so viel über sie gelesen habe und auch gehört habe, ist für mich ein bisschen so der Inbegriff der weiblichen Kraft, die eine Frau innehaben darf, ja, um auf der einen Seite im Leben erfolgreich zu sein. Ja, ich meine, die Auswirkungen der Emanzipation waren ja nicht jetzt negativ, aber, und das kam ja heute im Channeling auch so ein bisschen durch, trotzdem einfach diese weibliche Präsenz zu erhalten, auch im Sinne von Sinnlichkeit, im Sinne von Empfänglichkeit, ja, dieses gefühlvolle, intuitive zu behalten, denn das ging auch oft verloren, ja, wenn man den Mann stehen wollte oder wenn die Lebenssituation vielleicht auch dazu prädestiniert war, dass man sehr, sehr, sehr in die männliche Kraft gerutscht ist, ja. Das ist zum Beispiel bei mir auf Mallorca passiert, ja, dass ich sehr in dieses männliche Element gerutscht bin, ja, ich muss Geld verdienen, ich muss hier die Versorgerin sein, sozusagen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt an meinen Gesichtszügen, an meiner Ausstrahlung. Ja, das wurde dann immer herber. Da ist dieses Weibliche, Liebliche ist vergangen. Also ein sehr spannendes Thema und ich denke, das wird vielleicht Thema sein für den kommenden Vollmond. Vielleicht laden wir uns Maria Magdalena dann auch zu unserer Mondsession ein. Mal sehen. Ja, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Channeling hat euch ein paar wertvolle Impulse mitgeben können
für diese Zeit, in der wir uns befinden. Ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du kommentierst. Ja, schreib gerne, was die Botschaft mit dir gemacht hat. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Mittwoch. Morgen komme ich zurück, wie ihr es gewöhnt seid. Ja, mit einem kleinen Reading aus dem Tarot für das Kollektiv der Seelenverwandten. Und freue mich natürlich, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Ja, fühlt euch mal ganz lieb umarmt von mir. Ich wünsche euch einen erfüllten Tag und nehmt euch die Botschaft zu Herzen. Verbreitet heute Liebe und Mitgefühl. Dann leisten wir schon mal einen wertvollen Beitrag zu dem, was uns heute prophezeit wurde. Und das, finde ich, klingt doch sehr positiv. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Dasein. Bis bald, eure Uli. Tschüss.